Hallo beim zweiten Teil zum Thema Buchdruck. Im ersten Teil beschäftigen wir uns bereits mit der Geschichte der Buchherstellung vor Gutenberg und mit dem Leben des Erfinders. Außerdem haben wir erfahren, was an seinem Druckverfahren so besonders war. Und im zweiten Teil des Videos in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Technikmuseum in Berlin befinden wir uns in der museumseigenen Leerdruckerei. Und Stefan zeigt uns, wie Gutenbergs Drucktechnik genau funktioniert. Hier befinden wir uns in der Leerdruckerei und jetzt zeige ich dir die verschiedenen Elemente, die wir zum Drucken brauchen. Einmal haben wir natürlich Papier, worauf wir nachher drucken. Als zweites haben wir hier ganz viele Bleibuchstaben, also Bleilettern, die habe ich dir eben schon vorgestellt. Dann brauchen wir noch die Farbe, das sieht so aus. Und natürlich eine Abziehpresse, um nachher die Farbe aufs Papier zu übertragen. Und an was arbeitest du denn da gerade? Ich habe hier schon mal eine Druckform vorbereitet, um dir die einzelnen Details besser zeigen zu können. Wie eben schon gesagt, die Drucklettern werden für das Druckbild zusammengebaut und das Ganze wird zusammengehalten in einem solchen Setzrahmen, unter anderem mit viel verschiedenem Blindmaterial. Stücke, die nicht mitdrucken, alleine aufgrund der Tatsache, dass sie etwas tiefer sind als die Druckfläche der Buchstaben. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten, zum Beispiel sowas hier für die Abschlüsse der Zeilen rechts und links oder auch solche Regletten zum Beispiel für die Zeilenabstände. So, jetzt bringen wir die Farbe auf, müssen wir erstmal aufbereiten. Hier haben wir so einen Streifen Farbe und das Ganze wird jetzt verteilt und auf die Druckform aufgebracht mit einer solchen Rolle. Die Rolle ist leider nicht so groß, dass man alles auf einen Rutsch machen kann, deswegen mehrere Schritte. Jetzt müssen wir erstmal die Rolle gleichmäßig einfärben mit dieser Farbe. Das machen wir so. Farbe wird also einfach verteilt. Und dann auf die Druckform aufgebracht. So, zwischendurch mal nochmal neue Farbe nehmen. Ob man das Ganze quer oder längs einfärbt, ist dabei völlig egal. Es kommt nur darauf an, dass man wirklich überall auch auf die äußeren Elemente Farbe aufbringt. Und das Ganze natürlich möglichst gleichmäßig. So, nun habe ich natürlich Dinge auch berührt mit der Walze, die eigentlich gar keine Farbe kriegen sollen. Also hier zum Beispiel das Blindmaterial auf der Seite. Da berührt man das natürlich auch mit der Walze. Diese überschüssige Farbe nehme ich jetzt kurz weg mit dem Lappen. So, und jetzt wird gedruckt. Jetzt muss ich mir aber erstmal ein Blatt Papier nehmen. Das muss jetzt möglichst gerade und vorsichtig draufgelegt werden, denn die Farbe ist ja feucht und wenn es also einen Kontakt hat und man zieht es dann nochmal gerade, dann verschmiert natürlich die Farbe. So, hat doch ganz gut geklappt. Bei dieser Art Abziehpressen braucht man, also wenn ich hier mit der Walze drüber fahre, hat es noch keinen Kontakt. Deswegen braucht man zur Überbrückung dieses Höhenunterschiedes noch einen solchen Filz. Der kommt auf die Pappe, auf dieses Papier drauf und ebenfalls unter der Presse so eine Pappe. Die legen wir dann drauf und dann zieht man einfach einmal rüber. Jetzt haben wir einen gedruckt. Alles wieder runter. Und hier siehst du das Ergebnis unseres Druckes. Alle Stellen der Druckform, auf die Stefan Farbe aufgebracht hat, sind hier in Schwarz zu sehen. Und im unteren Bereich siehst du eine Karte. Sie zeigt die wichtigsten Druckstandorte um das Jahr 1480, die in ganz Europa verteilt waren. Wie es dazu kam, schauen wir uns jetzt genauer an.
Nachdem Gutenberg mit seinem Druckverfahren ab ca. 1450 erste Drucke herstellen konnte, breitete sich der Buchdruck rasant in Europa aus. Wie schnell das ging, zeigt eine Karte mit den wichtigsten Druckstandorten aus dieser Zeit. Von Mainz über Straßburg breitete sich Gutenbergs Druckverfahren in wenigen Jahren in ganz Europa aus. Gleichzeitig stieg natürlich auch die Zahl der Bücher, die man nun schneller und vor allem billiger drucken konnte. An dieser Grafik hier siehst du die Entwicklung der Bücherzahl in Europa. Beide Entwicklungen führten schließlich dazu, dass sich nun viele Bürger ein günstiges Buch leisten konnten. Zusammen mit Büchern und Flugblättern verbreiteten sich daher auch Wissen, neue Ideen und politische Forderungen schnell über den Kontinent hinweg. Mithilfe von Büchern bezogen und verbreiteten auch Aufklärer ihre Ideen. Du siehst also, der Buchdruck und seine Verbreitung war für die Geschichte Europas von zentraler Bedeutung. Auf diesem Weg begann zu Beginn des 16. Jahrhunderts für Europa eine sehr zentrale Zeit, nämlich die Reformation. Und Gutenbergs Buchdruck lieferte die Möglichkeit, Martin Luthers Kritik an der christlichen Kirche auch über Wittenberg hinaus bekannt zu machen. Ein Buch war dabei besonders wichtig, nämlich die Bibel. Und eine besondere Form der Bibel war die Gutenberg-Bibel. Denn sie war eine der ersten in deutscher Sprache, bei der sehr viele zum protestantischen Glauben fanden. Fassen wir abschließend nochmal das Wichtigste zusammen. Dafür hatten wir ja vorhin in der Lehrdruckerei für euch eine kurze Zusammenfassung gedruckt. Als erstes halten wir fest, dass es unterschiedliche Druckverfahren schon lange Zeit vor Gutenberg gab. Gutenbergs neues Druckverfahren mit den beweglichen Bleilettern und der neuen Druckpresse machten die Produktion von Büchern allerdings wesentlich schneller und billiger. Durch den einfacheren Zugang zu Büchern konnten sich in der Folgezeit Ideen, Wissen und politische Forderungen viel einfacher verbreiten. Bis heute zählt Gutenbergs Erfindung deshalb zu den wichtigsten der Menschheit. Und wenn du dir vor Ort einen eigenen Eindruck vom Druckverfahren machen willst, dann kannst du jederzeit das Deutsche Technikmuseum in Berlin besuchen.